Moinsen, liebe Fred Carpet-Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frische Filme. Ich weiß, hier in meinem Apartment in Zürich sieht es nicht so geil aus, aber dafür ist das, was ihr jetzt zu sehen bekommt, wirklich spektakulär. Drei Filme, zwei von denen haben es direkt in meine Bestenliste 2015 geschafft und der dritte, der will sich nicht so gerne in eine Schublade packen lassen. Aber egal, ich sag nur Film ab. Apartment stellt einen Agenten ab, spezialisiert auf Einsätze gegen das Kartell. FBI! Sie sind dabei. Was ist unser Auftrag? Dramatisch überreagieren. Also nochmal im Klartext. FBI-Agentin Kate Mason soll einer Sondereinheit dabei helfen, ein mexikanisches Drogenkartell nervös zu machen. Man will den Gangstern den Geldhahn abdrehen. Doch nach und nach kommt der guten Kate Zweifel. Denn es scheint mehr hinter einer Mission zu stecken und die ist anscheinend genauso dubios wie Matt und sein Vollstrecker Alejandro, die die Sondereinheit anführen. Jeden Tag werden Menschen auf der anderen Seite der Grenze mit seinem Segen getötet. Ihn zu finden wäre wie die Entdeckung eines Impfstoffs. Nichts von dem hier wird für ihre amerikanischen Ohren einen Sinn ergeben, aber am Ende werden sie es verstehen. Und ihr werdet am Ende hoffentlich genauso begeistert sein wie ich. Sicario heißt im Spanischen Auftragskiller und ist der neue Film von Prisoners-Regisseur Denis Villeneuve. Ein Film, der sich trotz seiner fiktiven Story brutal echt anfühlt und der mich konstant verunsichert hat und angespannt hat, genauso wie die von Emily Blunt dargestellte Heldin. Und ein Film, der unbequeme Fragen aufwirft, wie zum Beispiel, kann man Kartelle stoppen, ohne so zu werden wie sie? Und was ist noch richtig oder falsch in einer Welt, die von Wölfen beherrscht wird? Ich bin kein Soldat, sowas tue ich nicht. Aber genau das passiert, wenn Sie da reingehen. So läuft das. Aber lasst euch bitte nicht vom moralisch harten Tobak in irgendeiner Art und Weise verunsichern. Denn Sicario ist in erster Linie eins. Ein reinrassiger, konsequent brodelnder, großartiger Thriller. Mit intensiven Schusswechseln, bitteren Folterszenen und eiskalten Exekutionen. Und die Bildsprache ist wirklich 1A. Kameramann Roger Deakins hat fantastische Arbeit geleistet. Man hat bei vielen Bildern das Gefühl, sie wurden von einer Überwachungsdrohne aufgenommen. Andere Bilder sind dann wieder so schön dämmerig und zwielichtig wie der ganze Film. Und zwischendurch herrscht immer wieder Entsetzen in Form von eingemauerten Leichen oder nackten Körpern, die wie selbstverständlich von Straßenlaternen baumeln. Willkommen in Juarez. Was der Film Zero Dark Thirty für den War on Terror war, ist Sicario definitiv für den War on Drugs. Ein Drogenthriller, so hart, so verstörend und auch so hoffnungslos wie der Krieg, von dem er handelt. Wer Fan zum Beispiel von Soderberghs Traffic oder auch der Netflix-Serie Narcos ist, sollte bitte, bitte sich diesen Film anschauen. Pulsierend, packend und meiner Ansicht nach von Benicio del Toro und Emily Blunt großartig gespielt. Eins meiner Highlights in diesem Jahr 2015. So Leute, das nächste Brett geht endlich mal wieder auf das Konto von Pixar. Versteht mich jetzt bitte nicht falsch. Ich liebe Pixar. Aber Titel wie zum Beispiel Cars 2 oder auch Merida, die haben sich eher wie klassische Disney-Filme angefühlt, denn ihnen fehlte die Balance, die normalerweise die Pixar-Filme auszeichnet. Und zwar aus Hirn, Herz und Originalität. Nicht so bei Alles steht Kopf, dem neuen Meisterwerk, muss man wirklich sagen, von oben Regisseur Pete Doctor. Da hat wieder alles, was man braucht und findet zu alten Stärken zurück, indem er uns zeigt, was im Kopf einer Elfjährigen los ist. Oh Mann, die Schule war toll. Was war das denn? Wollten wir nicht so tun, als wäre alles okay? Riley, ist alles in Ordnung? Wie ihr bestimmt gerade mitbekommen habt, das ist Riley. Und Riley ist mit ihren Eltern nach San Francisco umgezogen, was die Emotionen dieser angehenden Teenagerin ordentlich durcheinander bringt. Genauer gesagt, herrscht in der Schaltzentrale ihres Kopfes absolute Panik. Denn Freude und Kummer sind durch ein Missgeschick im Gedächtnis des Mädchens verschwunden, sodass Furcht, Angst und Ekel jetzt am Schalthebel sitzen. Eishockey? Oh, was machen wir jetzt? Leute, du bist jetzt mal Freude. Wäre das nicht toll, wieder mal auf dem Eis zu stehen? Oh ja, das klingt fantastisch. Was war das denn? Das war so gar nicht Freude. Vielleicht weil ich nicht Freude bin. Ach, was du nicht sagst. Habt ihr das mitbekommen, Leute? Klar haben wir das.
Zugegeben, es dauert ein bisschen, bis Doktor uns seine Gefühlswelt erklärt hat. Und es könnte vielleicht auch schwierig sein, für uns jungen Zuschauer das Ganze zu kapieren. Aber wenn man dann einmal drin ist und das Konzept steht, dann folgt ein Film, der uns so simpel wie smart das komplexe Geflecht unserer Gefühle erklärt. Und ich könnte jetzt die große Philosophenkeule rausholen und über Doktors abstrakte Darstellung des Unterbewusstseins schwärmen oder mich über das hier gezeigte Reizreaktionsschema künstlich aufregen. Du kommst mir also auf die Tour, alter Mann? Kein Nachtisch? Ganz wie du willst. Wir schlucken unser Essen, aber erst schluckst du das hier. Mach ich aber nicht, denn alles steht Kopf, sammelt einfach so viele Pluspunkte, dass man mit den Minuspunkten gar nicht erst anzufangen braucht. Er ist warm, er ist witzig und er ist weise und er steckt voller Ideen, die sogar uns Erwachsene überwältigen werden. Und das Schöne daran ist, er zeigt uns sehr plakativ und führt uns vor Augen, dass Freude und Kummer im echten Leben genauso Hand in Hand gehen wie auch in diesem Film. Und er lässt mich über einen imaginären Katzen-Delfin-Elefanten-Freund namens Bing Bong ganz herzlich lachen und auch vor allen Dingen weinen. Machtwort gesprochen, Machtwort gesprochen. Ja! Gute Arbeit, Gentlemen. Haarscharf an einer Katastrophe vorbei. Das war ja meine Katastrophe. Alles steht Kopf, ist im Prinzip wie Trampolinspringen, sieht bei Älteren komisch aus, macht aber einen Riesenspaß. Oder einen alten Freund treffen, der mag sich vielleicht verändert haben, aber man ist immer noch auf einer Wellenlänge. Oder auch wie Mamas Gulasch. Man weiß, wie es schmeckt, aber man weiß auch, dass es mit Liebe gekocht wurde. Ein Pixar-Film, der es endlich wieder schafft, dass Erwachsene das Kind in ihnen wiederentdecken. Großartiges Familienkino, ich kann nur sagen, lustig, clever und vor allen Dingen liebevoll. Zum Schluss wird es bei uns noch ein bisschen unbehaglich. Regression heißt der neue Film von Alejandro Amenábar. Und damit kehrt der The Others-Regisseur ein bisschen zu seinen Wurzeln des Filmemachens zurück. Darin geht es um die junge Angela, die ihren Vater bezichtigt, sie missbraucht zu haben. Und das im Rahmen satanischer Rituale. Für Polizist-Bußkenner der Beginn eines schleichenden Albtraums. Es klopft an der Tür. Da ist eine alte Dame. Sie gehen zur Werkstatt meines Vaters. Ich höre sie singen. Alle tragen schwarze Gewänder. Es ist eine schwarze Messe. Jetzt wird man sie auch töten. Der etwas abgeklärtere Zuschauer unter euch wird vielleicht ahnen, worauf das Ganze hinausläuft und sich sicherlich auch fragen, warum Amenábar so lange braucht, um seine Lösung zu präsentieren. Der etwas weniger erfahrene und vielleicht auch offenere Zuschauer unter euch darf sich dagegen auf eine bedrückende und farblich ausgewaschene Spurensuche freuen. Und eine, bei der man gerne miträtselt und ja, sogar die Ungewissheit genießt, die immer wieder durch falsche Fährten gelegt wird. Bei diesem Fall habe ich das Gefühl, es steckt weitaus mehr dahinter. Tatsächlich beruht Regression auf einer wahren Begebenheit, einer Satanismuswelle, die 1990 einen Landstrich in Minnesota erfasst hat. Ob jetzt die Version von Amenábar der Wahrheit entspricht, das darf gerne bezweifelt werden. Aber es macht auf jeden Fall Spaß zu sehen, mit wie viel Lust der Chilene durch die einzelnen Genres wandert. Dabei ist zum Beispiel Drama, Okkult-Thriller, sanfter Horror oder auch ein klein bisschen Psychostudie. Er lässt sich nicht so ganz genau in eine Schublade packen und das macht es auch so schön. Und deshalb sollte man ihm auch eine Chance geben, vor allen Dingen auch, weil die Performances von Ethan Hawke und Emma Watson das Ganze großartig abrunden.